Der Ukraine-Krieg erzeugt jetzt einen noch höheren Inflationsdruck und belastet gleichzeitig das Wachstum. Und am US-Bondmarkt, da haben wir jetzt ein Warnsignal, das wir auch schon gehabt haben vor dem Crash im Jahr 2001 und vor der Finanzkrise 2008, nämlich eine inverse Zinskurve. Was ist das? Kommt jetzt wieder eine harte Rezession und eine harte Börsenkorrektur oder sind wir diesmal einfach nur in einer Sondersituation? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Vor 2 Wochen habe ich hier ein Video gemacht zu Ölaktien und zu der Frage, ob der starke Ölpreisanstieg, den wir haben durch den Krieg in der Ukraine, ob der da in den Kursen von diesen Aktien schon berücksichtigt ist. Wie immer, Dankeschön für Ihre vielen Kommentare. Einer ist mir besonders ins Auge gestochen. Das war ein Kommentar vom Zuschauer Rich Dad, der geschrieben hat: Ich verstehe gar nicht, warum sich alle so aufregen. Die meisten Deutschen haben sich doch diese Preise gewünscht. Oder haben die Bürger schon wieder vergessen, dass ihre Wahl auf Rot-Gelb-Grün gefallen ist? Mal gucken, wie gut deren erneuerbare Energien nun wirklich sind. Smiley. Und da muss man sagen, da ist schon was dran. Also das war ja auch immer mein Gedanke hier, dass der Wähler einerseits gesagt hat, ihr müsst bitte, bitte, bitte unbedingt was tun gegen den Klimawandel. Und wenn es dann aber so kommt, dann dreht der Wähler durch. Und jetzt haben wir sie eben, die immens hohen Preise für fossile Energien. Ist ausnahmsweise mal nicht die Schuld von den Grünen, da werden sie mir zustimmen, es sei denn, sie sehen die Welt sehr unkonventionell, so ein bisschen in die Richtung, Putin kämpft hier in der Ukraine gegen die globale Ökodiktatur, um den ganzen Theorien, die es da schon gibt, noch eine hinzuzufügen. Da gibt es schon seit Jahren Planspiele für das, was da gerade passiert. Aber wie auch immer, also wer hätte geglaubt, vor 2 Monaten noch, dass ein FDP-Finanzminister einen neuen Rekordschuldenhaushalt vorlegt und dass gleichzeitig ein grüner Wirtschaftsminister in Katar, bis jetzt verpönt wegen der Menschenrechtslage dort, um Flüssiggas bettelt. Und Putin ist heute nicht nur der Einiger Europas, wie der Spiegel hier schreibt, sondern er ist jetzt eben auch noch der Vollstrecker der europäischen Klimaschutzziele. Und wie Rich Dad schon gesagt hat hier, jetzt kommt's zum Spruch. Jetzt wird man sehen, ob diese ganzen tollen Pläne mit unseren alternativen Energien wirklich belastbar sind. Es gibt kurzfristig jetzt ja auch viele Ideen, also Tempolimit, autofreie Sonntage und die Debatten um Tankrabatte, um Steuersenkungen und Mobilitätsgeld. Alles sehr nett. Aber so hart das für viele ist, das Beste, wenn man unabhängig werden will von russischem Öl und Gas und eigentlich auch das Beste für den Klimaschutz, das sind hohe Preise für Öl und Gas. Mit anderen Worten, es läuft absolut bestens, wir sind absolut im Plan. Kleiner Hinweis noch, Sie haben von uns diese Woche einen Zukunftsmärkte-Report bekommen zu 2 chinesischen E-Commerce-Giganten aus China eben, Alibaba und JD.com. Die können Sie sich auch noch im Archiv jetzt natürlich anschauen. Nächste Woche gibt es dann von uns einen Report zu 2 großen Wachstumsunternehmen aus Lateinamerika. Ein riesiger E-Commerce-Konzern und ein Fintech-Konzern. Und beide Aktien sind im Moment auch stark zurückgekommen. Die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, es ist ganz erstaunlich, wie die Börsen den Krieg jetzt eigentlich fast schon abgehakt haben. Hier ist der DAX die letzten 3 Monate. Am 24. Februar, da war der Einmarsch in die Ukraine, der rote Kringel hier. Gestern hat der DAX geschlossen bei 14.310 Punkten, ist im Vergleich zum Vorabend von diesem Angriff nur noch ein Minus von 2,2%. Oder der Dow Jones Index noch besser, da war beim Angriff auf die Ukraine fast schon das Tief und er liegt seitdem jetzt sogar 4% im Plus. Ist im Vergleich vielleicht auch berechtigt, weil die USA wahrscheinlich das Ganze weniger trifft als Europa wirtschaftlich.
Aber trotzdem, man staunt natürlich, weil man ja meinen sollte, man müsste sich jetzt ja vielleicht doch irgendwie Sorgen machen, weil wir jetzt wahrscheinlich mitten in einem neuen Kalten Krieg stehen mit Konsequenzen über viele, viele Jahre hinaus. Und aber eben auch, wir haben eben auch einen nochmal deutlich steigenden Preis- und Inflationsdruck. Das, was die Börsen ja vor diesem Krieg schon belastet hat und was sich jetzt deutlich verstärkt hat, neue Verknappungen, neue Engpässe. Thunder Side Energy, das ist eine Beratungsgesellschaft, die sagen, dass der Anteil der Energiekosten zum globalen Bruttoinlandsprodukt dieses Jahr bei 13% liegen wird. Der höchste Stand seit Ende der 70er Jahre. Letztes Jahr waren das nur 6,5%. Aber nicht nur Energie, auch Lebensmittel, Industriemetalle, Edelmetalle, die Preise für Nickel und Lithium für Elektroautos oder für Palladium für die Katalysatoren, die sind ja nur darum nicht noch viel stärker gestiegen, weil man im Moment sowieso keine Autos bauen kann. Dafür bräuchte man nämlich Kabelbäume aus der Ukraine. Ich habe hier einen Ausblick gemacht auf das Börsenjahr 2022. Das war natürlich vor dem Ukraine-Krieg. Und ich war damals eigentlich ganz optimistisch. Ich habe zwar gesagt, es gibt schon ungute Dinge, vor allem eben einerseits die Inflation, andererseits Lieferengpässe, die das Wachstum auch bremsen. Das gab es ja alles damals schon. Also zwei Belastungen, zwei gegenläufige Belastungen. Und das hat sich damals eigentlich auch schon aufgespart. Was die Börsen, wie ich da gesagt habe, dann eben auch erstmal unter Druck bringen könnte. Ich war aber zuversichtlich, dass man das Ganze halbwegs in den Griff bekommt und dass dann nach einer möglichen Korrektur auch wieder Spielraum da ist für wieder steigende Kurse. Nur durch den Krieg jetzt und durch die Sanktionen, da hat sich das Ganze eben nicht entspannt, sondern das hat sich eben nochmal verschärft. Inflationsdruck, der eine straffere Geldpolitik erzwingt und der die Zinsen steigen lässt, was Aktien natürlich unattraktiver macht, der aber gleichzeitig jetzt eben die Unternehmen auch belastet, der die Wirtschaft lähmt, sodass die Notenbanken ja eigentlich die Zinsen unten lassen müssten. Das können sie aber nicht wegen der Inflation. Die letzten Jahrzehnte, also nach dem Platzen der Dotcom-Blase und nach der Finanzkrise, da hat man ja immer den Eindruck gehabt, dass Wachstum und Inflation was sind, das so mehr oder weniger gleich läuft, weil sie ja auch aus der gleichen Quelle kommen, aus dem Geldmengenwachstum. Ob es wirklich so ist, das ist eine akademische Frage, aber so hat man das eben auch gesehen an den Märkten. Und darum hat man auch gedacht, im weitesten Sinne können die Notenbanken das schon irgendwie wunderbar regulieren, alles, wenn sie wollen. Nur jetzt haben wir eben zusätzliche Inflation durch Angebotsschocks und da kann die Geldpolitik plötzlich nicht mehr so viel machen. Das ist Inflation, die Preisdruck erzeugt und trotzdem die Wirtschaft ja gleichzeitig lähmt. Also ein Stagflationsszenario. Und das heißt eigentlich nichts Gutes für die Börsen. Bis jetzt hat es immer diesen Wohlfühlkorridor gegeben, so, also diesen geldpolitischen. Ich habe den beschrieben damals. Also ich kann ja mehr oder weniger sowohl Aktien kaufen, wenn die Zinsen fallen, weil dadurch werden Aktien attraktiver. Ich kann aber auch erstmal Aktien kaufen, wenn die Zinsen steigen, weil steigende Zinsen heißt ja Wachstum und Konjunkturerholung. Nur im Moment gibt es eben keins von beiden. Also warum soll irgendwer im Moment gerade Aktien kaufen? Es spricht eigentlich alles dagegen. Die Wachstumsprognosen, die werden gesenkt. Das IFW in Kiel, das hat jetzt die Prognose für das BIP-Wachstum in Deutschland für 2022 fast halbiert, von 4 auf 2,1%. Das ist aber ein Institut bei den Großinvestoren, die neulich zum Beispiel befragt worden sind von CNBC. Da ist die Stimmung noch um einiges schlechter. Da gehen 50% inzwischen davon aus, dass die Eurozone dieses Jahr in eine Rezession rutscht. Und für die USA, die natürlich besser noch da stehen im Moment, da denken das jetzt auch immerhin schon 33%. Das sind 10% mehr gewesen als noch vor einem Monat. Und es gibt noch einen Indikator, der eigentlich noch schlechter ist, nämlich eben die sogenannte inverse Zinskurve. Was ist das? Die Marktzinsen steigen, weil die Anleihen fallen. Die Anleihen werden verkauft, weil die Anleger mit steigenden Zinsen rechnen. Das ist die Verzinsung von US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit in den letzten 2 Jahren, also seit der Corona-Krise.
Am Anfang waren sie erstmal am Boden und sind jetzt durchgehend gestiegen und jetzt steigen sie sogar sehr stark. Ist auch kein Wunder, der Inflationsdruck ist hoch. Man geht davon aus, dass die Fed die Zinsen weiter anhebt auf 1,4% dieses Jahr, auf 2,2% bis Ende nächstes Jahr. So weit, so gut. Das sind Bonds mit einer Laufzeit von nur 2 Jahren. Auch da steigen die Zinsen natürlich. Die waren da länger am Boden, weil man gedacht hat, kurzfristig wird sich da nicht viel tun erst. Aber jetzt steigen sie deutlich. Ist auch völlig normal. Der Witz ist aber, die Verzinsung von den 10-Jährigen, die ist bei 2,3%, stand gestern abends. Aber die Verzinsung von den 2-Jährigen, die ist in letzter Zeit stärker gestiegen und ist jetzt auch schon bei 2,18%. Und wenn die Zinsen der 2-Jährigen jetzt noch über die der 10-Jährigen steigen, dann ist die Zinskurve invertiert. Und das ist eben nicht mehr ganz normal. Ich erwarte als Anleger, dass ich auf langlaufende Bonds mehr Zinsen kriege als auf kurzlaufende. Und normal kriege ich die auch. Es sei denn, das Wachstum geht stark zurück in absehbarer Zeit oder dass wir sogar in eine Rezession eben rutschen. Dann sind kurzfristig vielleicht die Zinsen erstmal noch hoch, aber bei den länger laufenden Anleihen, da werden dann eben schon wieder fallende Zinsen eingepreist und damit ein Abschwung. Und das ist der Grund, warum so eine inverse Zinskurve viele Anleger auch alarmiert, warum man das ja als Warnsignal sieht für eine Rezession. Das stimmt eben auch oft und vielleicht stehen wir auch wieder kurz davor. Das ist eine Grafik aus dem Wall Street Journal, die Zinsen auf 2-jährige Anleihen in grün und auf 10-jährige in grau, die letzten 25 Jahre. Und die hellgrauen Balken da, das sind schwere Rezessionen, der Crash von 2001 und die Finanzkrise. Ende der 90er, da waren die Zinsen fast gleich, da ist eigentlich nicht viel passiert. Im Jahr 2000, da wird das aber invers und kurz danach ja der große Zusammenbruch. Und dann so ab 2006, 2007 wird es wieder invers, dann dauert es noch ein Jahr und zack, Finanzkrise. Und Ende 2018 ist sie auch wieder invers geworden, da gab es dann keine große Krise. Aber Sie erinnern sich vielleicht, es gab doch einen Wachstumsrückgang, der schon auch spürbar war und auch eine Marktkorrektur um fast 20%. Also ist das Ganze kein schlechter Indikator. Und jetzt, wie man sieht, stehen wir vielleicht wieder kurz davor und das wäre eben nicht besonders schön. Man kann aber auch sagen, this time is different, diesmal ist alles anders. Weil was sagt uns denn diese Zinskurve im Moment? Sie sagt uns doch bloß, wir sind in einer Sondersituation in einem Inflationsschock und die Fed muss jetzt die Zinsen eben stark anheben, kurzfristig über das normale neutrale Niveau eben hinaus, damit sie diese Inflation jetzt erstmal einfängt. Und wenn sie das getan hat, kann sie mittelfristig wieder auf ein normales Niveau zurück. Und das preist der Markt hier ein und nichts anderes, also keine große Rezession oder Krise oder sonst was. Ist auch ein ganz gutes Argument, aber es ist sehr optimistisch, würde ich sagen. Es geht nämlich davon aus, erstens, dass die Fed das auch wirklich so macht, dass sie jetzt erstmal die Inflation ernsthaft bekämpft und zweitens, dass sie damit auch erfolgreich ist. Ich habe immer noch den Verdacht, dass das Ganze eher halbherzig werden wird und man darf ja nicht vergessen, auch die Fed ist ja jetzt schon deutlich hinter der Kurve, wie man immer so schön sagt. Die Verbraucherpreisinflation in den USA war ja im Februar bei 7,9%, also ein 40-Jahres-Hoch und da müsste man schon viel tun. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Fed da eben früher oder später doch einknickt in dem Moment, wo es dann eben doch auch wirklich Anzeichen geben würde von einem Wachstumsrückgang. Und am Ende, ob man jetzt sagt, das preist hier Wachstumserwartungen ein oder aber es preist die Zinsentwicklung ein, irgendwo ist es ja doch noch immer noch das Gleiche in Grün. Also Inflationsbekämpfung und Wachstumsförderung sind ja immer noch Ziele, die sich ja letztlich irgendwo ausschließen, notenbankseitig. Und darum, wenn der Inflationsdruck jetzt nicht von selber irgendwann mal weggeht, dann gibt es eben für die Geldpolitik keine einfachen Lösungen mehr. Dann wird es wirklich schwierig und das muss man als Anleger auf dem Schirm haben auch. Ich
bin jetzt nicht komplett pessimistisch. Die Verfassung, in der die Märkte im Moment sind, die ist sehr gut nach wie vor. Also auch jetzt in der Krise immer noch überraschend gut. Und das ist schon erstmal auch positiv. Ich glaube aber auch, die Stimmung im Moment ist vielleicht zu positiv. Also die Realitäten sind schon hart im Moment und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich dessen in nächster Zeit auch mehr bewusst wird wieder und dass es dann eben in diesem Jahr jetzt doch noch Rückschläge gibt, die vielleicht auch ein bisschen heftiger werden. Darum vielleicht jetzt wirklich auch ein bisschen Risiko rausnehmen. Das hier ist übrigens aus der Financial Times. Also wie entwickeln sich einzelne Sektoren vor und nach so einer Zinskurveninversion? Ganz oben Technologiesektor in Rot, der entwickelt sich vor einer Inversion am besten und danach nicht mehr so gut, was beides wahrscheinlich nicht überrascht. Die guten Sektoren nach so einer Inversion, das sind Utilities, also Versorger, mit einer anschließenden 12-Monats-Performance von 20,7%. Und unten sehen wir dann noch Healthcare ist überdurchschnittlich, Finanzen überdurchschnittlich, Consumer Staples, also Güter des täglichen Bedarfs. Und auch ganz gut langlebige Verbrauchsgüter, da in der Mitte. Rohstoffe sind so lala, Energie eher schlecht und auch die Telekoms interessanterweise, also warum auch immer. Das muss diesmal nicht eins zu eins wieder so sein, wenn es so kommt, ist aber vielleicht doch ein Anhaltspunkt, ein gewisser, wo man jetzt im Depot noch drehen könnte, so ein bisschen an den Stellschrauben. Technologie ist diesmal ein Fall für sich, finde ich, weil da ja vieles schon stark gefallen ist. Da kommt es wahrscheinlich auf Titelselektion jetzt auch stark an, weil es gibt Qualität in dem Sektor. Wenn wir das nicht glauben würden hier bei uns, dann würden sie von uns auch keine Reports kriegen zu Wachstumsaktien aus China und Lateinamerika. Es ist dann aber schon wichtig, dass dann auch noch dann Wachstum da ist oder sonstige Fantasie da ist bei diesen Werten, wenn die Zeiten auch schlecht sind. Alles andere ist da relativ riskant, würde ich sagen. Rohstoffe auch nicht mehr ohne Risiko, aber da wir natürlich eine Inflation haben, die stark rohstoffgetrieben ist im Moment, da ist es natürlich ein Sektor, den man da zur Beimischung oder zur Absicherung schon auch mithaben sollte, falls sich das Ganze eben noch verschärft. Und dann eben noch Gold. Auch Gold ist was, das mich nicht hundertprozentig überzeugt im Moment. Es korrigiert ja jetzt auch schon wieder nach diesem Kriegsschock vor einem Monat. Und die Zinsen steigen ja stark. Und viele Marktteilnehmer glauben ja auch, dass die Fed eben jetzt wirklich stark strafft. Also warum dann Gold kaufen bei steigenden Zinsen? Aber andererseits, es kann eben doch sein, dass wir wirklich konfrontiert sind jetzt mit einem Stagflationsszenario, was stark für Gold spricht. Und wir wissen ja auch eben nicht, ob die Fed jetzt wirklich die Inflation entschlossen bekämpft. Und davon mal abgesehen, steigt Gold auch tatsächlich meistens erstmal, wenn die Zinsen angehoben werden, anders als man das vielleicht so denkt. Darum Gold, vielleicht auch Goldaktien, ist schon auch was, was man auch haben sollte zurzeit, unter anderem als Beimischung. Und ansonsten, es wird ja wieder viel geschrieben, so über Börsen und Kriege und auch dieses berühmte Kaufen, wenn die Kanonen donnern und dass man sowas aussitzen muss. Und am Anfang von Kriegen, da würden die Börsen immer erstmal fallen, aber danach steigen sie dann wieder und zwar ganz stark. Da kann ich nur sagen, Achtung! Das sind oft Daten, die ganz stark auf die USA zentriert sind. Und die US-Anleger, die haben ja die meisten Kriege von ihrem Lehnsessel eher aus erlebt und waren da auch nicht besonders betroffen, auch nicht unbedingt wirtschaftlich. Ein Klassiker ist der Zweite Weltkrieg, der war ja für die US-Anleger in erster Linie ein großes Konjunkturprogramm. Sie sind ja gerade erst aus einer riesen Depression rausgekommen und 1937 hat es ja nochmal einen starken Markteinbruch gegeben. Da ging es dann wirklich wieder aufwärts, wie man hier sieht, also fast direkt nach Kriegseintritt schon. Von da an hat sich der Dow eigentlich ja verdoppelt, das ist schon so. Aber schauen wir uns den deutschen Anleger auch mal an. Für den war es auch erstmal ein schönes Konjunkturprogramm, diese ganzen Rüstungsausgaben und so. Da ging es auch hauptsächlich aufwärts von der Machtergreifung eigentlich bis zum Unternehmen Barbarossa. Und das war es dann aber wirklich. Ende 42, Stalingrad, kurz danach wird der Handel ausgesetzt und dann Totalverlust, mehr oder weniger. So kann es eben auch gehen. Und damit hat auch da die beste Börsenregel, die es gibt, wieder mal gegriffen. Die da lautet,
Es kommt einfach immer drauf an. Beherzigen wir das und dann werden wir es noch weit bringen an den Börsen. Denken Sie noch dran, dass Sie sich noch eintragen für unseren gratis Zukunftsmärkte-Report für die Wachstumsaktien aus Lateinamerika, www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.